Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht mal vorweg, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, wir stimmen Ihrem Antrag selbstverständlich zu. Denn was kann man schon dagegen haben, dass die Landesregierung beauftragt wird, eine Kampagne für Impfschutz durchzuführen? Aber ich will an dem anknüpfen, was die Kollegin Lück eben auch ausgeführt hat. Es wäre schon durchaus sinnvoll gewesen, diesen Antrag in die Ausschüsse zu verweisen, um über die Maßnahmen konkreter zu diskutieren und sich vom Minister auch vielleicht ein Konzept vorlegen zu lassen, um was es denn geht. Weil ich will die Kategorien, die Frau Lück eben angesprochen hat, durchaus auch aufgreifen. Wir haben eine große Kategorie, die Sie, wie ich finde, zu Recht angesprochen haben, von Menschen durchaus in meinem Alter oder auch 10 Jahre jünger, die beim Arzt vielleicht daran erinnert werden, hast du denn deine Tetanusschutzimpfung da schon wieder erneuert, und die anderen Punkte, die auch im fortgeschrittenen Alter immer wieder zu wiederholen sind. Und hast du, wenn du zum Beispiel bei einer Polioimpfung, wenn die für Kinder ansteht, hast du den Polioschutz, oder musst du auch zusehen, dass nicht aufgrund der Impfung der Kinder möglicherweise die Eltern infiziert werden, dass der Arzt immer wieder darauf hinweist und die Ärztin immer wieder darauf hinweist. Die könnte man durch solche Maßnahmen sehr gut erreichen. Und das ist auch ein Ansatzpunkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir die Debatte von 2016 da mal angeguckt, die sehr spannend ist. Die FDP hat damals einen ausführlichen Maßnahmenkatalog vorgelegt, hat auf § 20i des SGB V hingewiesen, was ja die Grundlage auch für Impfschutzkampagnen der Landesregierung ist. Und Sie haben ausdrücklich die Landesregierung aufgefordert, eine Rahmenvereinbarung mit den Krankenkassen abzuschließen. Ich wundere mich ein bisschen, dass das heute in Ihrem Antrag nicht mehr vorkommt. Sind Sie jetzt anderer Meinung oder konnten Sie die CDU da nicht überzeugen? Und Sie haben auch weitere ganz konkrete Punkte in Ihrem damaligen Antrag angeregt. Und ich will vielleicht mal zwei, drei nennen, die ich auch für richtig halten würde, die wir heute auch beschließen könnten, beziehungsweise die wir im Ausschuss anregen könnten. Denn wir haben ja zahlreiche Gesundheitsberufe, mit denen wir immer wieder in Kontakt kommen. Hebammen, Kinderärztinnen, wir könnten in den Kitas, oder es wird ja in den Kitas auch für Vorsorgemaßnahmen gesorgt, in den Schulen immer wieder darauf hinweisen. Denn eins finde ich falsch, Frau Kollegin Schneider. Das Herr muss Kollege Mostofisade, Entschuldigung, dass ich Sie an dieser Stelle unterbreche, aber da Sie Frau Kollegin Schneider gerade ansprechen, die würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ach, bitte. Kann man eigentlich... Bitte schön, Mikro ist offen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Mostofisade, herzlichen Dank, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Ich freue mich doch sehr, wie Sie meinem Antrag aus der letzten Legislatur nachtrauen, auch noch mal die vielen Punkte erwähnen, die daran besonders gut waren. Aber dann erklären Sie mir doch mal, warum hat denn Ihre Fraktion in der letzten Legislatur alle Anträge zur Verbesserung eines Impfschutzes abgelehnt? Das kann ich Ihnen relativ einfach erklären, weil wir bessere Vorschläge beschlossen haben und die Gesundheitsministerin die auch umgesetzt hat. Also unter anderem das Hebammen, also das, was ich jetzt ausführen wollte, dass die unterschiedlichen Berufe darauf hingewiesen werden sollten, dort auch tätig zu werden. Und ich will auch einen Punkt nennen, wo ich dezidiert andere Auffassung als Sie bin. Sie haben eben das Wort Impfschmarotzer in den Mund genommen. Also wenn Sie glauben, die Menschen mit Beschimpfung dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen, die aus meiner Sicht richtig wäre, nämlich einen umfassenden Impfschutz zu machen, dann sind Sie aus meiner Sicht auf dem völlig falschen Dampfer. Wenn wir nicht mit Sachlichkeit da dran gehen, dann werden wir dieses Problem eben nicht lösen. Und wir werden hier auch keine Leute in Ketten von Richter vorführen und die zwangsimpfen. Und liebe Kollegin von der FDP, ist es schon einigermaßen gewöhnungsbedürftig, nicht bei Ihnen persönlich, das habe ich immer wieder erlebt, aber dass die FDP solche Thesen hier in den Landtag reinträgt, finde ich schon einigermaßen merkwürdig. Ich möchte dann auch zur Konsequenz Ihres Antrages kommen. Wir Grünen halten einen umfassenden Impfschutz nicht nur für richtig und notwendig, sondern wir müssen eine ganze Menge dafür tun, dass er eben auch durchgesetzt wird. Und wir hätten uns sehr gerne, wie gesagt, im Ausschuss auch an einer solchen Diskussion beteiligt. Und weil Sie ja auch die Menschen angesprochen haben, die vielleicht nicht mehr so stark sind, nicht mehr so ein gutes Immunsystem haben. Natürlich ist es so, dass in den Pflegeeinrichtungen, dass in den Schulen, dass in den Kindertagesstätten sehr wohl auch nach diesen Punkten gefragt wird. Und wenn wir das systematisieren und dafür eine höhere Impfbereitschaft werben, dann wird das auch besser werden. Was aber zu nichts führt, liebe Kollegin Schneider, ist, die Menschen zu beschimpfen und sie dann zu zwingen, etwas zu tun. Und Frau Lück hat ja eben darauf hingewiesen, es sind ja nicht diejenigen, die besonders dumm sind oder ignorant sind, zumindest nicht auf den ersten Blick, sondern es sind hochqualifizierte Menschen, die glauben eben, dass manche Impfungen eben nicht sinnvoll für sie sind.
Und da kann ich nur sagen, um die müssen wir kämpfen. Da müssen wir werben und da müssen wir gute Argumente ins Feld führen, damit sie sich eben doch einer Impfung unterziehen und insbesondere den Kindern, dass die Kinder auch umfassend geschützt werden, denn die sind am meisten betroffen. Und da hat die Forschung eine ganze Menge getan, dass durch Kombinationsimpfungen und auch durch relativ seltene Impfvorgänge das auch deutlich leichter geworden ist. Und da müssen wir uns positiv drauf beziehen und nicht mit, wenn du nicht hörst, dann wirst du fühlen. Das ist nicht die Politik, die wir verfolgen. Vielen Dank.